Claudia. Ja, ich bin der Felix und wir bummeln hier so rum, gucken uns Boote an, tauchen auch beide und deswegen passt es hier eigentlich ganz gut. Kann man sich Wassersport und Bootsgeschichten angucken in einem Ausflug. Tolle Sache. Kann ich jedem nur empfehlen. Wir sind auch jedes Jahr hier. Wir haben uns eine Dela angeguckt und es war halt wirklich ein unwahrscheinlich schönes Boot. So durchdacht und ganz viele niedliche kleine Details, an die die gedacht haben, was sie uns auch nochmal gezeigt haben. Es hat sich gelohnt, sich da die Stunde zu nehmen und sich das nochmal erzählen zu lassen. Es war toll. Jetzt sind wir in der Tauchhalle. Ja, jetzt können wir noch ein bisschen rumlaufen. Gucken wir mal, wir haben hier viele Händler, die Equipment verkaufen. Wir haben die Hersteller da und auch viele Reisebüros. Wir haben gerade die 3D-Brillen ausprobiert, absolut sensationell. Du tauchst ein in eine Unterwasserwelt, es fühlt sich an wie Tauchen, wir sind Bootgefahr und du fragst dich, warum es unseren Füßen nicht wippt. Für mich war es eher nicht so, es war ein bisschen unscharf und ich hatte dann Sorge, dass mir da ein bisschen schwindig wird. Und da habe ich es abgebrochen, aber ist eine schöne Spielerei auf jeden Fall. Also, komm mal. Das haben die toll gemacht. Was gibt's Neues? Der Trend geht zu Reisejackets, leichten Jackets, alles leicht, 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 weil die Fluggesellschaften verlangen sehr viel Geld. Wir haben hier zum Beispiel eine ganz leichte Tasche. Die wiegt nur 2,2 Kilo, hat 130 Liter und ist super klein zum Zusammenfalten. Das heißt, du kannst sie fast auf DIN A4 Größe zusammenfalten. Mit Rollen, das heißt, du kannst ihn als Trolley hinterherziehen, du kannst ihn als Rucksack nehmen und auch als Tasche. Das ist entwickelt worden eigentlich fürs Militär, weil die das am nötigsten haben, aber auch die Freizeittaucher kommen jetzt in den Genuss. Das ist eigentlich die Neuheit auf dem Markt. Die Bedienung ist sehr simpel, du sitzt es einfach auf und dieses Teil hier projiziert dir, als würdest du es in der Entfernung haben. Damit hast du natürlich einen riesengroßen Vorteil. Ihr seht, ich habe eine Lesebrille. Ich brauche die nicht, weil das so weit weg ist, dass ich das ohne Probleme entdecken kann und lesen kann. Ich zeige euch mal die Paralens, erzähle euch ein bisschen was dazu. Die Paralens kann neben der Tatsache, dass sie halt 350 Meter wasserdicht ist, kann die halt hat den integrierten Filter, der halt einen Drucksensor hat. Und darauf reagiert dann halt, passt sich der Filter automatisch an. Das heißt, wenn man ins blaue Wasser geht, schaltet man das einfach ein mit dem Blauwasserfilter. Und dann passt sich der Filter auch der Tiefe halt an. Bei dem Grünwasser genau dasselbe. Und dann wird die Farbe dann einfach nur angepasst. War ein langer Messetag, ja, war viele interessante Sachen, die wir gesehen haben. Ja, es waren schon die großen Boote, die beeindruckend waren und hier in der Tauchhalle. Das mit der Druckkammer fand ich toll. Das finde ich super, dass die mit hier ist, dass man sich die mal angucken kann. Das ist ja sowas, das will man als Taucher eigentlich nicht erleben. Und trotzdem ist es schön, wenn man sich es mal angucken kann. Tauchhalle wird gefühlt immer größer. Es werden immer mehr Leute hier, die hier vorbeischauen. Wir haben die Meerjungfrauen gesehen. Ihr habt die auch gesehen. Ganz toll, ganz toller neuer Trend. Völlig neu. Extrem Meerjungfrauen. Ich denke, das ist toll, um Leute ans Tauchen ranzuführen, die vielleicht keine Lust haben auf Geräte tauchen und denen einfach nur die Luft anhalten und Apnoe zu langweilig ist. Genau, die ziehen dann ein buntes Kleid an und dann tun die so, als wären die ein Fisch. Genau. Sehen wir dich da auch mal? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Ich denke, das werde ich mir sparen in dem Leben. Vielleicht im nächsten.